Wenn zigtausend Menschen friedlich die thüringische Residenzstadt mit quirligem Leben erfüllen, dann ist wieder Festivalzeit in Rudolstadt. Länderschwerpunkt 2018 ist Estland. Das gemeinsame Konzert der Thüringer Symphoniker mit Curly Strings ist ein Highlight im Programm. Für die in Estland gefeierte Musikerin und ihre Band war es eine große Herausforderung, für dieses einzigartige Konzert Orchesterarrangements auszuarbeiten. Die Heidecksburg, hoch über der Stadt Rudolstadt, die sich hier unter uns erstreckt, ist ein wichtiger Veranstaltungsort beim Rudolstadt-Festival 2018. Wir sind dieses Jahr wieder hier dabei. Überall gibt es die tollsten Veranstaltungen mit engagiertem und interessantem Programm, aber wie an einem Draht herangezogen entsteht so ein Sog, der uns immer wieder hier nach Rudolstadt führt. Wir genießen das Flair, die vielen großartigen Musikgruppen, die hier spielen, auf der großen Bühne, auf den kleinen Bühnen, die Straßenmusik und das, was zwischendurch auch immer wieder entsteht. Dann gibt es hier eine sehr professionelle Organisation, die einerseits alles im Griff hat, aber auch dafür sorgt, dass die Besucher viele Freiheiten haben. Und dann ist es natürlich so, dass am Rande immer wieder Neues entstehen kann, was das Flair von Rudolstadt ausmacht. Alles unter dem Dach einer großartigen Musik. Dankeschön. Mit seinen Marionetten begeistert Bencesar Kadi aus Budapest seine Zuschauer. Die Show ist ein Spaß für die ganze Familie. Sein Programm ist genau richtig bei diesem Festival, das in seiner Vielfalt alle Generationen anspricht. Die polnische Frauenband Huraban bringt Stimmung in den idyllischen Handwerkerhof. Natürlich ist hier auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt. Es gibt Köstlichkeiten aus aller Herren Länder. Alles schmeckt wunderbar. Wir haben schon viel durchprobiert. Für jeden Geschmack ist was dabei. Aber der absolute Platzhirsch hier in Rudolstadt, das ist natürlich die Thüringer Bratwurst. Und die wollen wir jetzt auf jeden Fall mal probieren. Ja, hier habe ich die Thüringer Bratwurst. Die muss ja traditionell krumm und schief sein. Wieso eigentlich? Das liegt am Schweinedarm. Der hat keine gerade Form. Das ist ja kein Schweinedarm, das ist ja eigentlich die Oberschicht vom Schweinedarm. Bei einer richtigen Thüringer Bratwurst, das ist ein Schleiß, heißt das. Das ist eigentlich nur die Fettschicht vom Darm. Und da sind wir eigentlich die Einzigen, die das noch machen hier in der Gegend. Ihre Wurst, die ist ja jedes Jahr hier ein Anziehungspunkt. Wie viele gehen da so über den Tresing? Nur so 1000 Stück am Tag gehen schon über. Thüringer Bratwurst ist ja nicht gleich Thüringer Bratwurst. Weil jeder macht seine Gewürze, seine Rezepte. Und wir produzieren selber in der Fleischerei Büchner. Schon seit über 40 Jahren. Ja, dann hoffen wir, dass wir die noch oft genießen können hier bei Ihnen. Vielen Dank. Danke. Und gute Zeit noch. Ihnen auch. Ja? Projektthema beim Festival 2018 ist das Arbeiterlied, das in Deutschland zum immateriellen UNESCO-Kulturerbe gehört. In diesem Zusammenhang präsentiert die italienische Band Bella Ciao politische Protestlieder. Die Musik hat die politischen Bewegungen nicht gemacht, aber sie hat sie gestützt. Das fehlt heute. Wobei man dann teilweise auch fragen muss, wo ist die politische Bewegung? Man weiß manchmal gar nicht, was fehlt, die politische Bewegung oder der Liedermacher, der dazu singt. Es ist ein Problem unserer Zeit, dass zu wenige Menschen sich politisch engagieren. Vielleicht auch aus Hoffnungslosigkeit heraus, dass man sagt, wir ändern sowieso nichts. Das wird irgendwo ganz global in irgendwelchen Büros entschieden, was in der Welt passiert und ob wir protestieren oder nicht, interessiert ohnehin keinen. Ich kann nur Jugendlichen nach wie vor
auffordern und Mut machen, wehrt euch, meldet euch, ob mit Aktion oder mit Musik, ganz egal, das ist eure Welt. St. Francis must be crying now. St. Francis must be crying now. Lieder machen entweder Mut bei Demonstrationen und bei gesellschaftlichen Kämpfen oder sie trösten bei erlittenen Niederlagen. Ich kann mich noch gut erinnern an meine Studentenzeit. Es gehörte eigentlich dazu, dass man auch bei ganz normalen Treffen einfach irgendwann mal die Gitarre rausgeholt hat und gesungen hat. Heutzutage fehlt mir das. Also ich sehe einen Hauptschuldigen in der Digitalisierung unserer Welt und unserer Beziehungen. Die sogenannten, sage ich, sozialen Medien sind ja keine sozialen Medien. Die führen ja eigentlich zu einer Entsolidarisierung. Die Likes, auch der Begriff Freund bei Facebook ist ja eigentlich Orwellian, also frei nach George Orwell. Du hast keine Freunde im Internet. In meiner Jugend war eine Party nicht nur trinken und tanzen, sondern da wurde geredet, dann wurde Donovan gesungen und wurde über die Notstandsgesetze 68 diskutiert, dann wurde wieder gesungen. Die Verbindung war eine andere, die vermisse ich heute auch. Hab ehrlich gesagt auch keine Lösung parat, wie man das ändern könnte. Ich habe nur Hoffnung darin, dass es einige junge Musiker heute gibt, die auf ihre Art politisch aktiv sind, wieder Musik und Politik miteinander verbinden. Und das ist ein Problem, das muss die junge Generation lösen. Und hier sind sie, die Protestler von heute. Hannibal, die junge polnische Band, engagiert sich gegen Unterdrückung und für Solidarität. Wenzel, gefeierter Star der DDR, ist heute in ganz Deutschland anerkannt und mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Seine Leidenschaft, Gesellschaftskritik verpackt in mitreißende Musik. Schreibt Lieder über Dinge, die einen stören. Das erste Wort, mit dem die Kunst beginnt, ist das Wort Zorn in der Ilias. Man ist zornig über einen Zustand, den man nicht erträgt, dass mein Glück auf Kosten anderer ist. Also muss ich darüber nachdenken und muss es versuchen zu formulieren, woran es liegen könnte, was man vielleicht machen könnte oder eine Aufmerksamkeit dafür erzeugen. Das ist, glaube ich, das Problem. Die Lieder werden durch ihren Gebrauch politisch, nicht indem man sie politisch schreibt. Jetzt kommt ja bei euren Konzerten ungeheuer was rüber. Wie erklärst du dir deinen Erfolg? Oh, mein Erfolg ist relativ. Ich arbeite einfach fleißig. Ich habe über 40 CDs veröffentlicht. Ich spiele sehr über 100 Konzerte im Jahr. Ich arbeite für mein Publikum. Ich mache es nicht für mich. Ich mache es für die Leute, weil ich merke, sie brauchen das. Und das trägt mich. Es trägt auch so ein Konzert. Wenn du merkst, mit den Liedern erreicht man etwas, dann gibt es mir Kraft und habe ich auch Lust, wieder weiterzuarbeiten. Schützt die Guten vor den Bösen, schützt die Retter bei einer Lösung. Schützt die Banken mit Krediten, ist mehr wert als Gottvertrauen. Schützt von außen alles innen, kleine spitzen scharfe Zinnen, die sich in die Arme hauen. Das Protestlied ist ja in weiten Teilen der Bevölkerung schon fast out. Die Leute empfinden
den Pathos als unangenehm. Wie kommt das? Wir brauchen doch gerade heute Aktivitäten gegen die zunehmende Ungleichheit auf der Welt. Ja, das ist die Ungleichheit ist vermittelter. Das ist nicht so, dass man die Armen in den Städten sieht, sondern die Reichen haben sich sozusagen outgesourced in andere Gebiete, die leben. Man sieht diesen Widerspruch kaum noch. Die Medien bringen ihn kaum noch zum Leuchten. Und die Leute haben sehr mit sich selbst zu tun. Es ist schwierig. Politische Lieder entstehen immer nur, wenn es eine politische Bewegung gibt. Das Lied We Shall Overcome gab es lange, bevor es zu einem politischen Lied wurde. Es wurde dann sozusagen in der Anti-Vietnam-Kriegsbewegung gebraucht und dann wurde es politisch. Es ist ein Lied, das sozusagen Menschen Hoffnung macht. Und das liegt eher an den politischen Strukturen. Ich glaube, dass es die Lieder gibt. Viele Lieder, die da sowas machen. Und die Verhältnisse sind eben leider so, dass wir immer wieder uns gegen Dinge zur Wehr setzen müssen, die nicht in Ordnung sind. Das muss man, glaube ich, immer. Es wird keinen Zustand geben, wo wir in einem glückseligen Umstand leben. Das gehört zu unserer menschlichen Gattung dazu. Man muss eben bloß schauen, dass dass die Dinge, die man ändern kann, dass man da versucht zuzugreifen. Und das ist eben im Moment ist es diese unglaubliche Auseinanderdriften von Reich und Arm auf dieser Welt, was eine Katastrophe ist. Zum Abschluss des Projektkonzerts Arbeiterlied holt Wenzel alle beteiligten Gruppen auf die Bühne. Gemeinsam singen sie den berühmten Song des politischen Folksängers Woody Guthrie. This land is made for you and me. Die Erde ist da für dich und für mich. Als Ehrengast ist Tochter Nora Guthrie in Rudolstadt dabei. Bewegender Abschluss eines großartigen Konzerts beim wunderbaren Rudolstadt-Festival. Ein Festival, das in dieser Art nur in dieser Stadt seinen Zauber entfalten kann. Eine einzigartige Stimmung herrscht hier, geprägt von Toleranz und Respekt. Eine Stimmung, die motiviert, sich für eine bessere Welt zu engagieren. Und damit ist Rudolstadt weit mehr als ein Musikfestival. Es ist eine Geisteshaltung.